Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Heute ist Sonntag. Heute steht ein bisschen was auf dem Plan. Wir gönnen uns jetzt erstmal unseren Magerquark. 500 Gramm reinstes Protein, ja? Dazu diese Flavor and Tasty von ESN mit so Cinnamini-Geschmack. Schmeckt am Ende des Tages genau wie das Proteinpulver dazu. Bisschen crunchy Sachen sind da drin. Ja, kann man machen. Könnte ein bisschen süßer sein, finde ich. Naja, also, es ist Sonntag. Es geht gleich in Trainingstag Nummer 3. Relativ geil, oder? Ich zeige euch den ersten. Mach auch den zweiten, den ich Freitag gehabt habe. Zeige euch dann aber erst den dritten. Da ist so ein bisschen die Story einfach mal von hinten erzählen. Ja, also so Zeitsprünge quasi. Naja, aber erstmal müssen wir gleich noch hier mit Eddie Bear vor die Tür. Dann ins Training. Und dann gibt es heute Grünkohl, heute Nachmittag bei meinen Eltern. Das feiere ich immer enorm. Einmal im Jahr, manchmal zweimal, muss es auf jeden Fall geilen Grünkohl geben. Aber da muss ich natürlich ein paar Kalorien aufsparen, damit das alles für die Diät irgendwie so einigermaßen hinhaut. Ich habe ja gesagt, im Video, was ich letztens hochgeladen habe, weiß ich nicht, Donnerstag oder Freitag, wann das war, läuft ganz gut. Ich bin jetzt die Woche bei 91,5. Tatsächlich weniger abgenommen, als ich gedacht habe. Aber naja, wir gehen jetzt erstmal raus. Nein, wir essen jetzt erstmal auf. Dann gehen wir raus und dann geht's ins Training. Wollen wir raus? Wollen wir raus? Gestern übrigens einen ganz nice Podcast gehört und gesehen auf YouTube, und zwar den von Tim Gabel, aber Kontra K zu Gast. Ich weiß nicht, wer von euch Kontra K hört oder feiert oder wie auch immer, aber ich mochte den eigentlich schon immer und es ging irgendwie fast 2 Stunden, habe jetzt noch nicht alles geguckt, aber ich muss auch sagen, gefällt mir tatsächlich sehr gut, der Dude. Hat irgendwie auch ganz, ganz vernünftige Werte, wie ich finde. keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht Näheres darüber als das, was ich jetzt gestern im Podcast gehört habe. Man soll sich natürlich auch immer irgendwie seine eigene Meinung bilden, aber irgendwie klang das alles für mich ganz cool, was er da erzählt hat. Also wenn ihr euch den Podcast mal anschauen wollt, lohnt sich irgendwie. Hat auch viel so darüber geredet, wie er mit dem Druck, der irgendwie über Social Media entsteht und über das Internet entsteht, irgendwie umgeht. Nämlich dadurch, dass er ihn sich einfach nicht macht, indem er sich es nicht anguckt. Und ich fand das einfach ganz interessant. Dachte mir irgendwie, finde ich das vernünftig. Der ist lustigerweise genauso alt wie ich, 35. Und ich merke halt auch manchmal, dass ich mir so denke, ey, ich mache das ja gerne hier, ist ja auch irgendwie einfach immer eine Form von Selbstdarstellung. Ich mache das ja vor allem tatsächlich jetzt aktuell für mich wieder so ein bisschen aus 2 Gründen. Das eine ist einfach so ein bisschen, dass das für mich eine Art Tagebuch ist darüber, wie meine Diät läuft. Eddie, komm! Und zum anderen, weil mir dieses ganze Videos aufnehmen, Videos schneiden und so weiter, das macht mir halt einfach mega viel Spaß. Und am Ende des Tages macht man das natürlich trotzdem, weil man irgendwie eine Form von Bestätigung will, ja. Ich habe das Glück, dass niemand bei mir irgendwie böse, kritisch oder sonst was ist, was natürlich auch daran liegt, dass ich einfach keine Reichweite habe. Ja? Also ich meine, meine Videos haben 100 Aufrufe, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Aber trotzdem ist es natürlich cool, dass es irgendwie viel, viel positives Feedback gibt. Ich glaube aber gerade für junge Menschen, die dann schon irgendwie in jungem Alter sehr hohe Reichweiten erzielen und dann natürlich auch oft Kritik bekommen. Konstruktiv ist natürlich immer schön, aber eben auch häufig, glaube ich, kann ich mir vorstellen, ist es auch destruktiv und einfach nur purer Hate. Dann glaube ich, kann einer das schon echt irgendwie unter Druck setzen. Gerade wenn man jung ist und noch nicht so richtig weiß, wo man steht, wer man ist, habe ich jetzt auch irgendwie keine Lösung für, will ich jetzt auch gar nicht, darum geht es gar nicht. Wollte einfach nur ein paar Gedanken teilen und ich fand halt irgendwie Kontra K ganz cool, weil er sagt einfach so, ey, ganz ehrlich, ich zieh's mir einfach nicht mehr rein. So, wenn ich auf der Straße bin, ist niemand mir gegenüber gehässig. Wenn ich auf der Straße bin, sagt niemand mir, was für ein Wichser ich bin, sondern kommen die Leute mir entgegen, schütteln mir die Hand, begrüßen mich, sagen, sie finden es cool, was ich mache, wollen ein Foto und sind nett. Und dieser ganze negative Scheiß, der findet bei ihm in seiner Wahrnehmung halt nur im Internet statt. Und er hat halt gesagt, für sich hat er das jetzt abgestempelt als, das ist nicht real. Und den Gedanken fand ich ganz cool. Den wollte ich einfach mal mit euch teilen. Das ist ja hier, ich will das ja einfach mal teilen. Meine Gedanken und so weiter und so fort. Fand ich nice.
Wisst ihr, welcher Gedanke mir gerade noch gekommen ist zu dem, was ich eben erzählt habe? Ich habe ja erzählt, dass man sich dann schnell unter Druck setzt und so weiter und so fort. Und irgendwie habe ich mich danach für das, was ich da erzählt habe und wieso ich das erzähle und so, also für diesen ganzen Clip sozusagen, irgendwie auch gerechtfertigt. Also witzigerweise bin ich in die gleiche Falle getappt, die ich da genannt habe, nämlich, dass man sich Druck macht, dass irgendwas gut ankommt. Und ich wollte begründen, wieso ich darüber spreche und so weiter und so fort, obwohl das eigentlich gar nicht nötig ist. Ja, also irgendwie, weiß ich nicht, ist das eine kognitive Dissonanz? Nee, ich glaube nicht. Aber spannend, dass man über was redet und dann irgendwie doch wieder daran denkt, so hey, ist es cool, dass ich da gerade drüber rede? Kommt das jetzt gut an oder brauche ich das jetzt irgendwie nicht begründen oder doch? Oder I don't know, ist auf jeden Fall spannend. Erste Übung des Tages, Beinbeuger im Liegen, 4 Sätze und danach geht's gleich mit Latzug weiter. So, 2. Übung, Latzug mit so ein bisschen angepasstem Setup, damit ich einen neutralen Griff habe und so mit den Griffen in dieser Form und so wie ich ziehe, wirklich möglichst in der aktiven Range of Motion, fühlt sich einfach am besten an einem Lat und ja, ist natürlich sehr, sehr Bodybuilding orientiert, ja, also so ein fancy Kram, kannte ich vorher nicht, muss ich schon sagen. So, das unilaterale Rudern, einarmiges Rudern, wie auch immer, eben habt ihr gesehen, am normalen Kabelzug, aber auch da halt mit einer Hand, mit absolutem Fokus auf den Latt. Deswegen ziehe ich den Ellbogen auch nur bis zur Hüfte und nicht über die Körpermitte raus. Ich wollte gerade sagen Hip Thrust, Hyper Extensions, kann ich, wie ich jetzt auf der Kamera gesehen habe, deswegen immer gut Video-Feedback zu holen, kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen höher gehen, aber da ist der Fokus bei mir halt absolut auf den Glutes und auf den Beuger. Deswegen auch nicht so super hoch, weil es mir nicht um den Rückenstrecker geht. Aber trotzdem kann ich da noch ein bisschen höher gehen und wirklich die Spannung maximal auf den Glutes haben, da das, wie ich ja schon gesagt habe, eine Schwäche von mir ist, die immer wieder in der Vergangenheit zu Problemen geführt hat. Weiter geht's. Kurzhantel, Schrägbankdrücken habt ihr auch gesehen, mittlerweile wieder bei 35 Kilo angekommen, finde ich ganz okay, ja, wir steigern uns da langsam, 3x10 mache ich hier, hat heute nicht ganz funktioniert, im zweiten Satz waren es nur 9 und im dritten nur 9,5, danke Felix. Übrigens, ich habe ja jetzt seit letzter Woche hier im Wish auch meine Mitgliedschaft und das ist ja vom Fokus her ein ganz, ganz anderes Gym, ja, es ist viel, viel mehr auf, ja, ich sag mal, den Bereich CrossFit, Gewichtheben, natürlich auch wir vom Verein Powerlifting hier ausgelegt. Und trotzdem kann ich hier das Training, was für mich den Bodybuilding-Fokus hat, entsprechend perfekt ausüben. Ja, also sicherlich, man bräuchte hier noch ein paar mehr Geräte, um wirklich optimal Bodybuilding betreiben zu können. Aber je nachdem, wie man sich anpasst, geht das auf jeden Fall auch. Und Grüße genau raus an Joshua, mit dem wir gemeinsam hier auch eben ja, noch mehr Möglichkeiten schaffen wollen, für alle Kraftsportler wirklich ein geiles Zuhause zu finden. Ich mache jetzt noch Fliegende mit Kurzhanteln, habe ich neu im Plan.
Dann gibt es noch Seitheben mit Kurzhanteln und dann gibt es noch was für den Trizeps. Also, weiter geht's. Das ist so eine Übung, da muss man sich echt erstmal noch in die Bewegung reinfinden. Ich habe Arne mal gefragt, Arne hat gesagt, halt, man muss halt nicht so super ausgestreckt den Arm halten, weil das halt dann unnötig Stress auf den Ellbogen macht. Ja, am Ende des Tages einfach ein bisschen reinfinden, dann geht das schon. Aber so volumentechnisch ist das schon eine Ansage. So, ich würde sagen, ich beende den Bums hier an der Stelle. Ich blende euch gleich noch Trizeps ein. Dann mache ich 3x 10 bis 12 oder so. Ja, das war Trainingstag 3. Den zweiten zeige ich euch sicherlich auch noch. Ich sage besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace.